Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zum Mass Effect Andromeda. Und zwar geht es heute um die Trophäe, den Erfolg Teambeschuss. Dafür müsst ihr ja einige Sachen machen und ihr müsst auch ganz speziell bei einer besonderen Sache wirklich ganz, ganz doll aufpassen, damit das hier mit der Trophäe, mit dem Erfolg auch wirklich hinhaut. Ich muss sagen, ich habe auch nicht es beim ersten Versuch geschafft. Es gab mehrere Versuche, wo ich mich immer wieder ransetzen musste und mich einfach nur fragte, ich mache doch alles richtig, warum klappt das nicht? Die Antwort muss ich euch leider schuldig bleiben, warum es nicht geklappt hat, aber schauen wir uns erstmal an, was ist zu tun. Wir brauchen als erstes die Quest Peebys Geheimprojekt. Das ist das Erste, was ihr machen müsst, das Relikträtsel auf Volt entschlüsseln. Ich habe es hier ganz kurz eingeblendet, falls ihr euch nicht extra mein Video dazu aufrufen wollt. Also Peebys Geheimprojekt, die Story-Quest von Peeby müsst ihr machen und erhaltet dann nämlich als Belohnung Relikt 6. Relikt 6 ist ein Skill, den ihr ausrüsten könnt. Das sehen wir hier unter Fähigkeiten, dann im Tech-Tree. Dort haben wir Relikt 6. Sobald wir die Nebenquest von Peeby gemacht haben, könnt ihr hier Relikt 6 trainieren. Vorher geht das nicht, vorher ist das nicht zur Verfügung. Also erst die Seitenquest von Peeby machen, auf Volt die Kiste holen, das erste Reliktfragment und dann könnt ihr das machen. Dann müssen wir anschließend einige Sachen töten, und zwar die Relikte. Wir sehen das hier, welche es gibt. Es gibt den Brecher, es gibt den Zerstörer, den Architekten, ganz, ganz wichtig, den Tilger, den Assembler, und ich glaube, das waren sie. Oder haben wir noch einen? Ach, und den Beobachter, genau. Die Relikte müsst ihr alle mit eurem Relikt 6 töten. Ihr seht hier, ich habe das ausgerüstet. Wenn ich RB drücke, dann zeige ich ihm an, dass er das Ziel unter Beschuss nehmen soll. Also das Relikt muss nicht den tödlichen Schuss machen. Also das Relikt hat nur die Aufgabe, ja, anzugreifen. Also wie gesagt, ich habe es hier momentan auf RB liegen. Sieht man da grün blinken. Das bedeutet, dass ich das Relikt auch wirklich halt draußen habe, dass das Konstrukt für mich kämpft. Ist ja ein Konstrukt. Und damit muss ich jeden Gegner, ja, einmal treffen. Wie gesagt, wir hatten gerade den Beobachter, hier haben wir jetzt den Brecher. Der Brecher wird ja von den Assemblern produziert. Also wenn ihr keinen Brecher da habt und ihr habt Assembler da, lasst die einfach ein bisschen leben. Dann bauen die schon auf alle Fälle auch einen Brecher. So, da haben wir den gerade angesprochenen Assembler. Auch den müsst ihr halt einmal angreifen mit eurem Relikt Nummer 6. Und dann kommen wir schon rüber zum Tilger. Da habe ich jetzt momentan hier mein Relikt nicht dabei. Da habe ich jetzt ein älteres Video genommen, wo ich halt noch einen Tilger drauf hatte, weil ich hatte irgendwie, ja, ne, keine Ahnung. Auf alle Fälle hatte ich Relikt 6 nicht dabei. Aber das ist ja nicht so wichtig. Also das sind die Tilger. Auch die müsst ihr einmal mit Relikt 6 angreifen, ganz normal. Also einmal die Tilger angreifen. Interessanter wird es beim nächsten bei den Zerstörern. Da streiten sich die Gelehrten darüber. Ich bin nicht der Meinung, dass ich sowohl die einzelnen Geschütze wie auch den Zerstörer einzeln jeweils anvisiert habe und dann den Angriffsbefehl gegeben. Ich bin der Meinung, ich habe nur, eigentlich wirklich nur den Zerstörer immer direkt angreifen lassen vom Relikt, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß es nicht ganz genau. Hier ist ja der Zerstörer, wo ich gerade von rede, weil da kann man ja die Geschütze einzeln anvisieren. Und hier schicke ich jetzt auch gerade wieder mein Relikt auf ihn drauf. Und zwar wirklich nur direkt auf ihn, auf den Zerstörer. Ich habe nicht seine Arme im Target und habe die Trophäe bekommen. Deswegen muss es eigentlich auch anders gehen. Ich kann natürlich nicht schwören, ob ich jetzt beim ganzen Let's Play da irgendwie, also beim ganzen Durchspielen, nicht irgendwann vielleicht auch mal ein Geschütz hatte. Sicherheitshalber könnt ihr ja ein Geschütz ins Target nehmen und da dann euer Relikt nochmal anweisen zu treffen. Und dasselbe kommt dann bei der wichtigsten Stelle. Das ist nämlich das Nächste. Das ist das, wo ihr am meisten drauf achten müsstet. Als Nächstes werden wir uns nämlich gleich den Architekten ansehen. Der Architekt ist ganz, ganz selten. Den Zerstörer, den findet ihr meistens auf alle Fälle in den einzelnen Reliktgewölben. Dann einfach, wie gesagt, wenn trainiert, einfach das Relikt rausholen, einmal angreifen lassen, das reicht vollkommen aus. Die Architekten, die sind seltener. Ich kenne auf alle Fälle einen auf Eladen hier. Das ist der erste auf Eos. Das ist bei der Quest ein bleibender Eindruck. Nee, den Architekten ausschalten ist das hier schon, das ist seismischer Hammer. Damit fängt das an, platziere den seismischen Hammer und dann bekommt ihr hier das erste Mal ein Relikt, einen Architekten zu sehen. Dann später auf Volt, das ist gleich, wo ich euch das nochmal ausführlich zeigen werde. Dann gibt es noch einen auf Eladen und ich glaube, es gibt irgendwo noch einen vierten. Also davon gibt es nur insgesamt vier. Also das dürft ihr also nicht verpassen, da wirklich euer eigenes Relikt drauf zu schicken. Und zwar bitte einmal auf den Kopf und einmal auf die Beine, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich habe mit dem Relikt zusammen schon
auf Eladen das Relikt, also den Architekten, getötet gehabt und habe den Erfolg komischerweise nicht bekommen, obwohl ich ihn eigentlich auf Kopf und Beine geschickt habe. Ich habe es dann einfach auf Volt nochmal gemacht, habe ihn wieder auf die Beine geschickt und bups, da kam der Erfolg. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz tricky, da drauf achten. Am besten ihr macht das so, dass ihr wirklich dann die entsprechende Leitung auch als Lebensbalken habt. Ich zeige euch das gleich hier, das ist die Quest, finde die Wissenschaftler auf Volt. Und da findet ihr dann auch gleich verschollene Wissenschaftscrew. Die müssen wir also finden und dort finden wir dann auch wieder einen Reliktarchitekten. Ich schneide das hier natürlich gleich einmal die Quest auf Volt, nur kurz gezeigt. So, da kommen wir schon an, da fliegt der Architekt. Das Ding hier ist so ein bisschen tricky, aufgrund der Außentemperaturen müsst ihr aufpassen, dass ihr euch immer wieder im Kampf zurückzieht an eine Stelle, ja, wo es nicht so bitter kalt ist. Aber das ist für den Erfolg jetzt überhaupt gar nicht entscheidend, weil wie gesagt, es kommt nur darauf an, dass ihr mit eurem Relikt einmal angreift. Oder wie gesagt, besser gesagt, beim Architekten einmal auf den Kopf angreifen, einmal auf die Beine angreifen. Mal gucken, da werden gleich die Beine aufgehen. So, da sind die Beine schon zur Verfügung. Seht ihr jetzt, jetzt habe ich den roten Lebensbalken, das meinte ich. Und ich habe gleich den Angriffsbefehl erteilt, eben gerade an mein Relikt. Habe ich gleich gesagt, hier RB gedrückt, hier bitte greift da an. Ich sage das extra hier an dieser Stelle ein paar Mal zu ihm, gebe ein paar Mal den Angriffsbefehl auf diese Leitung hier. Und da ist der Erfolg. Habe ich ganz genauso gemacht gehabt bei dem Reliktarchitekten auf Eladen und habe den Erfolg nicht bekommen. Also das scheint irgendwie entweder buggy zu sein oder sonst was. Deswegen nehmt auf alle Fälle Beine und Kopf ins Visier und dann sollte hoffentlich der Erfolg auch euch gehören. Da sehen wir jetzt hier nochmal, ich habe es nochmal extra eingeblendet, wenn der Lebensbalken da ist vom Kopf, da halt das Relikt auch nochmal sicherheitshalber drauf schicken und dann sollte es normalerweise passen. Ja, ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch geholfen und gefallen, weil wenn dem so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht den Kanal abonniert oder noch besser natürlich das Video teilt im Freundeskreis. Das macht sich immer am allerbesten, ne? Sage ich einfach mal so, denke ich. Ich wünsche euch alles Gute, sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.